Was wäre, wenn Ronaldo, Messi und Neymar bei Borussia Dortmund spielen würden? Der Blick auf den Kader zeigt, der Sturm des Teams sieht dank dieser drei Superstars unglaublich gefährlich aus. Kann Dortmund jetzt die Meisterschaft holen und vielleicht sogar die Champions League gewinnen? Im DFB-Pokal begannen sie in Runde 2 und trafen sofort im Derby auf Schalke 04, dass sie mit 2:1 für sich entscheiden konnten. In der nächsten Runde drohte beinahe eine Blamage gegen Preußen Münster, doch sie konnten dies im Elfmeterschießen abwenden. Im Viertelfinale stand dann SV Werder Bremen auf dem Plan, die sie mit 3:2 besiegen konnten. Doch im Halbfinale war Schluss gegen RB Leipzig, gegen die sie mit 2:1 verloren. Ronaldo erzielte hier in 4 Spielen 4 Tore, Messi steuerte in 2 Spielen eine Vorlage bei und Neymar hatte in 4 Spielen 2 Vorlagen. In der Liga schafften sie tatsächlich das Unfassbare und wurden mit einem Vorsprung von 10 Punkten vor dem FC Bayern München Meister. Ronaldo brillierte in 31 Spielen mit 23 Toren und 6 Vorlagen. Messi steuerte in 27 Spielen 7 Tore und 6 Vorlagen bei, während Neymar in 34 Spielen 15 Tore und 10 Vorlagen verbuchte. In der Champions League hat man in der Gruppe auch sehr stark überzeugt und konnte in der womöglich schwersten Gruppe sich als Zweiter durchsetzen. Doch ihre Reise endete im Achtelfinale gegen Real Madrid mit einem Gesamtergebnis von 2:1 für Real. Ronaldo erzielte in 8 Spielen 3 Tore, Messi hatte ebenfalls in 8 Spielen 3 Tore und Neymar konnte in denselben 8 Spielen 3 Tore erzielen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Ankunft dieser drei Spieler Dortmund auf ein völlig neues Niveau gehoben hat. Hätte dieser Transfer einige Jahre früher stattgefunden, wäre Dortmund zweifellos zu einer unschlagbaren Mannschaft geworden. Ronaldo stach besonders hervor, indem er im Alter von 39 Jahren mit 30 Toren und 6 Vorlagen in 43 Spielen beeindruckte. Dicht gefolgt von Neymar, der in 46 Spielen 18 Tore und 12 Vorlagen verzeichnete. Messi, der in 37 Spielen 10 Tore und 7 Vorlagen erzielte, konnte vielleicht nicht im vollen Umfang überzeugen, trug jedoch dennoch zur Stärke des Teams bei.